Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr habt euch seit Wochen dieses Video über meine Louis Vuitton Agenda gewünscht. Und das soll heute kommen. Ich habe all eure Fragen bereit, die ihr mir hier auf YouTube gestellt habt oder auch auf Instagram. Und ja, wir gehen in diesem Video darauf ein, wie habe ich meine Agenda aufgebaut, welche Einlagen nutze ich. Ich nutze mich nicht die von Louis Vuitton, aber welche, die mega, mega toll sind. Und habe da auch einen Rabattcode für euch noch angefragt und den haben wir auch bekommen. Richtig cool. Und ihr habt noch so ein paar Fragen rund um die Agenda gestellt und darum soll es im heutigen Video gehen. Von daher viel Spaß. Falls ihr euch fragt, ob ich auch auf Instagram bin, solche Fragen kriege ich in letzter Zeit witzigerweise häufiger, obwohl es ja in meiner Infobox steht. Ich bin auf Instagram, da findet ihr mich auch unter Steffi Solbach. Viel Spaß mit dem Video. So, machen wir es uns mal gemütlich. Ich habe mir auch alles hingelegt, denn um zu erzählen, wie ich auf die Agenda gekommen bin, brauchst du, glaube ich, nochmal die Hintergrundstory, warum meine Agenda von vor einem Jahr, nämlich diese hier, für mich nicht funktioniert hat. Und das hat nicht nur was mit der Optik an der Stelle zu tun, wie der ein oder andere vielleicht meint. Das hat tatsächlich mehr was damit zu tun, wofür ich es benutzt habe und wofür nicht. Aber wir fangen jetzt erstmal mit den Rahmendetails an. Wir fangen erstmal mit euren ganzen Fragen an, habe ich mir gedacht. Das habe ich mir hier auch extra nochmal markiert. Also eine Frage war gewesen, warum hast du dich für die große Variante entschieden? Vielleicht nochmal für diejenigen, die sich nicht so auskennen mit den Agendern von Louis Vuitton. Das hier ist die größte, die GM-Size. Es gibt noch eine PM und eine MM-Size. Und dann gibt es noch etwas, und das habe ich früher immer mal haben wollen. Kennt ihr noch diese kleinen Taschenkalender, die man umsonst irgendwie überall bekommt, in der Apotheke und weiß nicht wo, die so ganz klein sind, so ganz flach, wo man so einen Monat auf zwei Seiten hat? Sowas gibt es zum Beispiel auch noch so als Einband. Und die Louis Vuitton Agenda kommt auch immer nur hier als Einband. Da sind keine Einlagen von Anfang an mit dabei. Die kann man separat bei Louis Vuitton erwerben. Das war es mir persönlich nicht wert. Ich gebe auch noch ein, welche Einlagen ich habe. Aber das einmal nur zu den vier verschiedenen Größen, die es an der Stelle gibt. Ich habe mich für die große Größe entschieden, weil das die Größe ist, in der ich persönlich am besten schreiben kann. Ich glaube, das ist irgendwie klar, je größer so eine Agenda ist, umso einfacher kann man darin schreiben. Vor allem, weil wie die meisten Agenda, diese Agenda halt auch hier diese Ringe hat. Und wenn man dann schreibt und man hat so eine kleine Agenda, finde ich, ist es teilweise deutlich schwieriger. Es ist auch hier mit Ring generell immer auf der linken Seite, also auf dieser Seite, immer nicht so einfach zu schreiben wie auf der rechten Seite, weil man diese Ringe immer dazwischen hat. Aber das ist, sage ich mal, so ein allgemeines Thema ja bei Ringagendern. Genau. Und für mich war auch klar gewesen, was möchte ich mit der Agenda machen. Da komme ich noch zu, was ich hier inhaltlich quasi drin mache. Ich höre mal auf, die hier so hin und her zu schwingen. Das ist ja etwas anstrengend für euch zum Zugucken. Wir machen sie erstmal wieder zu. Das, was ich mit der Agenda machen möchte, davon mache ich quasi eigentlich alles zu Hause. Das Einzige, weshalb ich eine Agenda unterwegs mitnehmen wollen würde, wäre aktuell der Fall, um zu wissen, habe ich da schon einen Termin oder kann ich da einen Termin machen? Das kann ich ehrlicherweise aber auch anhand von dieser Agenda nicht unbedingt einsehen, weil mein Arbeitskalender, ich bin ja ganz normal angestellt für diejenigen, die zum Beispiel neu hier jetzt sind, die das noch nicht wissen. Ich mache YouTube ja nur nebenbei. Das heißt, ich habe ganz normal meinen Hauptjob und da läuft unser gesamtes Kalendersystem über Outlook. Das heißt, ich trenne privat und beruflich grundsätzlich von meinen Terminen her. Ich würde niemals auf die Idee kommen, hier einen Termin einzutragen, vor allem auch, weil meine Kollegen dann gar nicht sehen können, dass ich da einen Termin habe und wenn sie mir eine Einladung schicken, so Thema für sich. Aber das ist der Grund, weshalb ich das sowieso nicht mischen würde und weshalb mir das auch nichts bringt, diesen Kalender unterwegs mit dabei zu haben, weil ich immer noch den Abgleich mit meinem Arbeitskalender machen müsste. Und der zweite Punkt ist, dass ich von allen Kalendern, die es gibt für unterwegs, nur diese ganz schmale Hülle für diesen kostenlosen Apothekerkalender, nenne ich das jetzt mal, nur den würde ich in meine Taschen und in meinen Taschen unterkriegen, weil die anderen, auch der PM oder die GM, die PM oder die MM Größe, die wären zwar klein genug, um sie in eine Tasche reinzukriegen, aber sie würden dann dort so viel Platz wegnehmen, dass nicht mehr so viel Platz für andere meiner Sachen übrig bleibt. Und dann würde ich die wahrscheinlich auch nicht mitnehmen. Und wenn ich die dann auch nicht mitnehme, dann stellt sich die Frage gar nicht, brauche ich eine Agenda, die ich unterwegs mitnehmen kann, sondern wofür will ich sie vor allem verwenden? Und ich brauche sie hier zu Hause,
Und dann kommen wir vielleicht auch wirklich mal zu dem Aufbau und hoffe, ich habe damit die Frage beantwortet, warum ich mich für die GM-Größe entschieden habe. Sie ist übrigens, weil die Frage auch aufkam, ich habe hier mein Maßband, kann ich nur empfehlen, so ein Papiermaßband kann man immer gut auch für unterwegs dabei haben, gerade wenn man irgendwo neu einzieht und neue Möbel braucht, da fing das bei mir an. Die ist so 18,5 cm breit, dann ist sie 22,7 cm hoch und vom Einband her so 4 cm. So, ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen, das besser einschätzen zu können. Ich bin mir aber sicher, dass diese Größenangabe auch auf der Webseite steht. Genau, wie nutze ich die Agenda und vielleicht wirklich so der Key Fact, warum hat diese Agenda vor einem Jahr nicht für mich funktioniert? Weil wenn ihr mir schon länger folgt, wisst ihr, dass ich vor einem Jahr schon mal versucht habe, mit einer Agenda wieder in den Start zu gehen. Ich wollte weg vom Handy. Ich bin sonst jetzt die letzten Jahre jemand gewesen, der viel auch in meinem Handy eingetragen hat. Aber dadurch, dass ich sowohl beruflich als auch mit YouTube unwahrscheinlich viel am iPad, am Handy unterwegs bin, war mir das super wichtig, halt auch mehr offline gehen zu können. Und was ich jetzt merke, ich habe diese Agenda jetzt seit Ende November, Anfang Dezember und nutze sie jeden Tag. Es tut mir unwahrscheinlich gut, die Sachen händisch aufzuschreiben, weil ich sie dadurch viel mehr aus meinem Kopf rausbekomme, als wenn ich sie nur ins Handy tippe. Das macht irgendwie dieses physische Aufschreiben, ist für mich irgendwie so ein totaler Gamechanger. Und es ist so schön, auch mal wieder was zu schreiben. So schön was zu schreiben war damals auch so meine Intention. Und als ich angefangen hatte, hatte ich mir diese Agenda gekauft. Da muss ich sagen, das hat für mich, glaube ich, deshalb auch nicht ganz so funktioniert, weil sie nicht so wertig ist. Ich fand dieses cleane, durchsichtige Design zu Anfang total schön. Ich finde es immer noch total schön. Aber wenn ich das in der Hand habe, fühlt sich das nicht so hochwertig an wie eine Agenda von Louis Vuitton. Oder aber es muss nicht Louis Vuitton sein. Ich hatte früher zum Beispiel, ich hatte nie einen Filofax, aber ich hatte trotzdem so eine Lederagenda. Also es gibt auch tolle Lederagendas. Und dieses Transparente sorgt halt auch dafür, dass man immer sieht, was dahinter ist. Das heißt, ich hatte ja auch mit so einem Cover gearbeitet. Das war dann okay, das ging dann irgendwie. Aber ich glaube, das war auch einer der Gründe, dass das hier so weich war, dass sich das nicht so wertig angefühlt hat wie eine feste Agenda. Jetzt komme ich aber trotzdem dazu, die habe ich damals bei einem Etsy-Shop gekauft. Der ist mittlerweile zu oder zumindest nicht mehr verfügbar. Es gibt aber, falls ihr so eine durchsichtige Agenda mal ausprobieren wollt, vielleicht halt entweder, weil ihr das Design schön findet und weil ihr denkt, Mensch, für euch funktioniert das, weil nur weil es für mich nicht funktioniert hat, muss das ja nicht heißen, dass es für euch funktioniert. Ich weiß auch, dass sich ein paar diese Agenda letztes Jahr gekauft haben. Von daher könnt ihr gerne auch mal in den Kommentaren hinterlassen, wie euch das gefällt, der tägliche Umgang damit. Aber ich habe von Pen & Pages, da kommen wir gleich zu, davon sind nämlich meine Einlagen, habe ich einen Rabattcode bekommen. Und auch wenn die Agenda nicht von denen ist, habe ich gesehen, dass die auch so eine transparente Agenda haben. Und wenn ihr sagt, für euch ist das Design total schön und das ist genau das Richtige für euch, dann verlinke ich euch die unten einmal. Oder auch, falls, für mich war es damals auch so ein Test gewesen, funktioniert die Agenda für mich oder nicht? Und da wollte ich nicht gleich in was Teures investieren, zumal die damals auch die ganze Zeit ausverkauft gewesen ist. Da hatte ich jetzt auch richtig Glück im November, Dezember, dass sie gerade verfügbar war. Genau. Das war so das eine, so diese Wertigkeit der Agenda. Vielmehr geht es aber um den Inhalt natürlich. Und ich habe mir letztes Jahr auch schon von Pen & Pages diese Einlagen bestellt, die ich nach wie vor mega toll finde. Sie haben aber für mich nicht funktioniert, weil ich quasi, was habe ich gemacht? Ich habe mir diese Agenda gekauft und ich wollte mal wieder mehr schreiben, ich wollte mir niederbringen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so viel niederzubringen. Und das hat im Grunde einen großen Grund und der ist tatsächlich Corona. Dadurch, dass wir zu der Zeit und auch die Monate davor ganz viel mit Corona zu tun hatten, hatte ich wenig Termine. Das war noch so die Zeit, wo man sich noch nicht so viel wieder mit Freunden getroffen hat. Das heißt, ich hatte gar nicht so viele Termine aufzuschreiben. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe mir hier diese Monatsübersicht gekauft. Die ist undatiert. Das ist für gewisse Aspekte total praktisch. War aber der Grund, weshalb das für mich nicht funktioniert hatte, weil ich habe hier dann immer erstmal überall das Datum eingetragen. Ich fand das dann ganz toll. Ich konnte das Datum eintragen. Ich habe mir den Monat dann so gestaltet, habe hier hingeschrieben, welcher Monat das ist, überall das Datum. Und dann habe ich hier so meine Termine eingetragen.
Und dann, und das ist, ich will nicht sagen, so mein größter Fehler gewesen, aber ich habe das dann am Ende eigentlich nur dafür benutzt, weil ich halt wenig Termine hatte zu der Zeit. Hier unter wichtige Termine habe ich das genutzt, dass ich da hingeschrieben habe, da habe ich so eine Tabelle draus gemacht, Pflanzen gießen, Toiletten putzen, Waschbecken putzen, Staubsaugen, Wohnung wischen. Und dann habe ich immer Kreuze gemacht, wenn ich das dann gemacht habe. Das ist etwas, das wollte ich ursprünglich gar nicht aufschreiben. Das war nicht der Grund, weshalb ich die Agenda kaufen wollte. Das hat sich dann aber so entwickelt und ich fand das zu Anfang auch ganz toll. Aber am Ende habe ich mir das hier wirklich so zu einem Arbeitsinstrument gemacht, dass mir das hier aufträgt, die Agenda trägt mir auf, du musst jetzt die Pflanzen gießen, du musst jetzt Staubsaugen. Und dadurch war das Ganze dann irgendwann, ich will nicht sagen so negativ belegt, aber irgendwie schon, weil ich mache nicht so gerne Hausarbeiten. Sie müssen gemacht werden, aber ich will keine Agenda haben, um das dann zu tracken und mich schlecht zu fühlen. Zitronensaftshots trinken wir ja auch jeden Morgen, das habe ich dann so abgehakt oder habe ich Sport gemacht. Nee, gar nicht, habe ich gar nicht hier unter wichtige Termine geschrieben. Unter wichtige Termine hatte ich die Geburtsdaten geschrieben. Ich habe das hier auf der Rückseite, meine Gewohnheiten, das ist nämlich so eine Doppelseite, da habe ich das hingeschrieben. Dann hatte ich hier Notes und Hinweise und man kann so viel auf diese Monatsseiten packen, deshalb finde ich sie so toll. Aber deshalb hat es für mich nicht funktioniert, weil das war für mich nicht die Struktur, die ich brauchte. Ganz anders als das, was ich jetzt habe. Und mit dem bin ich so glücklich. Ich kann empfehlen, von Pen & Pages gibt es so ein Set. Da ist einmal eine ganz normale Kalenderübersicht, muss man gerade auf eine Seite gehen, wo nichts draufsteht. Das ist das, was mir hilft. Ich habe hier jetzt eine Seite, wo ich alle meine Termine aufschreiben kann. Die geht von Montag bis Sonntag. Ich habe für jedes eine Zeile, vor allem auch für Samstag und Sonntag, wie viele Kalendereingaben gibt es, die gerade den Samstag und Sonntag zusammenfassen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe am Samstag und am Sonntag eigentlich am meisten Zeit neben der Arbeit, nämlich 24 Stunden den Tag. Deshalb habe ich da immer am meisten mal was vor und entsprechend halt auch was, was ich da hinschreibe. Deshalb finde ich es ganz toll, dass das hier ganze Zeilen für jeden Tag sind. Und dann habe ich hier links aber noch eine zu erledigen Liste und nicht vergessen. Und bei der zu erledigen Liste habe ich zwei Spalten mit so einem zwischenschmalen Feld mit einem Häkchen. Richtig toll. Ich schreibe hier immer auf, was ich diese Woche machen möchte. Und das ist für mich viel effektiver, als wenn ich eine To-Do-Liste ins Handy schreibe, weil da muss ich irgendwie richtig irgendwie reingucken und das liegt auf dem Schreibtisch, das ist irgendwie da. Das fällt mir persönlich so viel leichter, damit zu arbeiten. Das ist unbeschreiblich. Habe ich hier eine Seite, die ich euch zeigen kann? Ich kann euch das während der Seite hier zeigen. Da seht ihr, dass ich mir hier Punkte mache und dann hake ich sie ab, wenn ich sie erledigt habe. Und ich habe die ganze Woche Zeit dafür, weil ich ja hier eine ganze Woche habe und ich habe hier Zeit dafür. Wenn es konkrete Termine gibt, wie hier zum Beispiel war jetzt der Rückflug Paris, dann schreibe ich das natürlich hier hin. Aber so To-Dos, die ich innerhalb von dieser Woche erledigen möchte, die schreibe ich dahin. Wie hier zum Beispiel Paris-Vlog schneiden, Lilly-Stick sagen, dass ein Paket angekommen ist. Da haben wir nämlich jetzt im April wieder eine gemeinsame Kooperation. Abrechnung für Paris machen. Und dann sind das die To-Dos, die ich dann die ganze Woche Zeit habe, irgendwie zu machen. Und was ich halt auch mache, ist, wenn ich weiß, ach, in zwei Wochen, in der Woche muss ich das und das machen, dann schreibe ich mir das schon dorthin. Das heißt, ich habe nicht eine To-Do-Liste, eine lange Liste, wo ich vielleicht einen Teil diese Woche schaffen muss und einen Teil irgendwie aber erst in drei Wochen fällig wäre. Ich schreibe mir das hier hin und mache es vielleicht im Zweifel auch so, dass die Sachen, die erst in drei Wochen fällig sind, dass ich die auch in diese Woche schon reinschreibe, weil vielleicht kann ich es diese Woche schon erledigen. Wenn ich es nicht schaffe, dann mache ich quasi keinen Haken, sondern einfach nur so einen Strich und schreibe es dann in die Woche danach. Aber so vergesse ich nichts und habe eine Struktur, die mir im Alltag so viel hilft. Und unter nicht vergessen, also dieser Part, den man hier im zweiten unteren Bereich hat, da habe ich zum Beispiel jetzt gerade so für letzte Woche hingeschrieben. Da habe ich zum Beispiel so für letzte Woche hingeschrieben, Details noch zu Paris, beziehungsweise was ich darunter jede Woche mache, ist unser Meal Planning. Und das mache ich immer in der Woche davor. Das heißt, ich mache heute ist Sonntag. Gut, das wäre jetzt ein bisschen spät, dann hätten wir gestern noch für die Einkaufen gehen können. Aber ich mache spätestens am Donnerstag, Freitag, mache ich immer das Meal Planning für die Woche danach. Das habe ich vor der Agenda nicht gemacht.
Aber mit der Agenda nutze ich diesen Bereich total gerne dafür und schreibe dann unten unter nicht zu vergessen Meal Planning und dann schreibe ich alle Gerichte, die wir in der nächsten Woche machen wollen. Und dann muss ich mir nur noch die Zutaten in die Liste schreiben. Die Einkaufsliste habe ich dann tatsächlich aber im Handy in der Notizen-App drin, weil ich es dann auch unterwegs einhaken kann. Da würde ich ja nicht die Agenda mitschleppen und sagen, so, Spaghetti Carbonara, wir brauchen irgendwie noch Sahne. So würde ich da jetzt nicht rangehen. Das versteht sich gleich von selbst. Aber das ist der Grund oder der Aspekt, wie ich nicht vergessen benutze. Und diese Kalendereinlagen, ich weiß gar nicht, ob man die einzeln kaufen kann, aber da kam noch deutlich mehr mit. Da kam nämlich, also das ist nicht nur diese Wochenübersicht, sondern da ist gleichzeitig auch einmal eine komplette Monatsübersicht drin. Und ich habe mir gut überlegt, was möchte ich wie nutzen. Und ich nutze die Monatsübersicht, das könnt ihr hier sehen, darüber, um festzuhalten, wann habe ich welchen Sport gemacht. Ich möchte da gerne eine Übersicht haben, wie viel ich mich körperlich so betätige, weil ich merke, seit ich wieder ins Büro gehe, dass ich so 6 Kilo zugenommen habe in den letzten 4 Monaten. Und Gewicht stört mich da überhaupt nicht. Das ist mehr so, dass ich merke, dass die Oberschenkel leicht aneinander reiben. Und auch das ist jetzt nicht mega schlimm, heißt aber, dass der Verschleiß bei den Hosen steigen würde, wenn das jetzt so bleibt. Deshalb habe ich mir jetzt auch einen Stepper bestellt und möchte wieder mehr auf so einem Home-Stepper unterwegs sein. Das habe ich in der alten Wohnung schon ganz viel gemacht. Leider gehen die bei mir nach einem Jahr immer irgendwie kaputt. Deshalb hoffe ich, ich habe jetzt mal einen etwas teureren gekauft, dass der mehr hält. Und habe zum Beispiel auch in einer Woche im Januar so gemerkt, Mensch, ich fühle mich irgendwie die letzten Tage so wohl. Das war eine Woche, wo ich viel Yoga gemacht habe. Also die Seite nutze ich so. Man könnte hier zum Beispiel auch Geburtstage eintragen. Dagegen habe ich mich entschieden, ich habe mich dafür entschieden, die in die normale Kalenderstruktur zu integrieren, weil das da ist, wo ich immer reingucke. Da geht nichts verloren und ich will nicht, dass auf einmal irgendein Geburtstag untergeht. Ich meine, ich habe die meisten Geburtstage eigentlich so im Kopf, aber ich will nicht, dass einer untergeht, nur weil er auf einer Seite steht, wo ich nicht täglich reingucke. Das schreibe ich hier quasi rein. Dann war noch mit dabei einmal so eine Komplettübersicht, so mit den vom Gesamtjahr. Das habe ich für dieses Jahr zum Beispiel als die Seite benutzt, wo ich unseren Urlaub, den wir auf der Arbeit einreichen mussten, eingetragen habe. Dann habe ich nämlich hier einmal die Übersicht, wann sind welche Tage. Und hier runter habe ich einfach nur geschrieben, jetzt zum Beispiel für Paris hatten wir vom 11. bis 15. Februar Urlaub. Und dann habe ich das da auf diese Seite runtergeschrieben, die habe ich so genutzt. Und dann ist noch dabei diese Übersicht auch immer schon für das nächste Jahr übrigens mit dabei, wie wir hier eben auch bei 2024 gesehen haben. Das ist nochmal so eine Jahresübersicht, die ist auf 4 Seiten gestreckt und dann sind immer 3 Monate von oben nach unten gehend. Das ist für mich perfekt für meine YouTube-Planung, weil ich hier rausschreibe, welches Video habe ich für wann geplant. Die Seite, die ich hier übrigens gerade verstecke, ist die Seite mit Videoideen für weitere YouTube-Videos. Aber hier schreibe ich dann immer runter, welche Videos da gerade stattgefunden haben oder welche ich da machen möchte und habe dann da so die Planung. Hier auf der Seite wird es weitergehen, aber für das 2. Quartal habe ich noch nichts geplant. Und dann ist noch dabei gewesen, das gleiche wie gesagt für 2024. Und dann ist hier dabei diese Übersicht nochmal auf 2 Seiten. Mit den Quartalen, allerdings jetzt ohne Daten, sondern steht einfach nur Januar bis Dezember, ist auf 2 Seiten aufgeteilt. Da trage ich aktuell beispielsweise ein, welche Provisionen ich erhalte, dadurch, dass ich mich jetzt letztes Jahr selbstständig gemacht habe. Und das war auch einer der Aspekte, weshalb ich diese Agenda jetzt brauchte. Ich brauche etwas, wie ich mich strukturieren kann und da kann ich meine Provisionen eintragen. Also ich schreibe dann einfach nur zum Beispiel YouTube, das Datum, wann die gekommen ist und die Höhe der Provision dahin und weiß dann halt nächstes Jahr, wenn ich die Steuer mache, beziehungsweise habe das letztes Jahr ja auch schon alles runtergeschrieben, allerdings halt nicht so schön wie jetzt und nicht so übersichtlich. Aber weiß dann halt nächstes Jahr, okay, hier das addiere ich zusammen, da kann ich steuerlich das gegen absetzen. Deshalb will ich mir von Pen & Pages, sie hat noch so eine Übersicht mit Bestellungen, heißt es, glaube ich. Und die möchte ich mir nochmal kaufen, um dann draufzuschreiben, was ich wann wie kaufe, was ich dann steuerlich auch absetzen möchte. Das wäre hier noch eine perfekte Ergänzung. Hier hängt die ganze Zeit ein Haar. Also das sind die Kalendereinlagen, die ich habe. Ich finde, sie fühlen sich sehr hochwertig an. Sie sind unwahrscheinlich schön und dezent aufgemacht. Also dieses
schlicht ästhetische, wirklich auf den Punkt, dieses Bündel hat, was hat das gekostet, 25 oder 35 Euro. Es ist ganz viel drin. Für mich war am wichtigsten der Part von den normalen Kalendereinlagen mit der einen Wochenseite und der anderen Seite, wo ich meine To-Dos habe für die Woche und unten mein Meal Planning. Die anderen Seiten habe ich mir gründlich überlegt, wie ich sie nutze. Und da könnt ihr ja auch mal überlegen, was habt ihr im Alltag, was ihr auch so aufschreiben wollt oder müsst. Ich kann euch aber auch empfehlen, nicht so spielerisch unbedingt ranzugehen, weil dann ist es halt auch eher ein Spiel und ein Spiel, vielleicht hat man irgendwann auch ausgespielt. Für mich ist das hier jetzt absolut funktionell und notwendig. Es hätte keine Louis Vuitton-Agenda sein müssen, aber ich liebe von Louis Vuitton, gerade in dem Monogrammbereich, so diese kleineren SLGs, kann man nicht sagen, weil es ist nicht aus Leder, ihr wisst, was ich meine. Ich habe ja auch die Kosmetiktasche oder mein kleines Schlüsseletui. In den Bereichen mag ich dieses Monogrammmuster super, super gern, aber es gibt auch richtig schöne Leder-Einbände von Filofax und ähnlichen Marken. Ich hatte nie einen Filofax, war mir seinerzeit als Teenager dann immer zu teuer. Ich hatte dann von Karstadt immer so eine Einlage. Auch die sind wunderbar gewesen, habe ich gerne benutzt. Oh, und was ich übrigens auch habe, zum Thema Notizen, wenn man dann doch noch mal Notizen haben von Pen and Pages. Es gibt klassisches kariertes Papier und liniertes Papier und es gibt dieses Dot-Papier. Das kann ich auch empfehlen, weil dann müsst ihr euch nicht festlegen, ist es jetzt eine Linie oder ist es jetzt ein Karo, sind dann irgendwie so diese Punkte. Ich finde, das ist nochmal was Besonderes an der Stelle und das benutze ich dann, um Notizen zu machen, wie zum Beispiel, irgendwie bricht mir gerade die Stimme weg, und die Seite hatten wir dann auch mit im Urlaub. Ich habe hier so eine Urlaubsseite für, könnt ihr die gut sehen, für Paris gemacht. Und dann hatte ich hier einmal den Eiffelturm gemalt und Paris hingeschrieben, habe oben rechts hingeschrieben unsere Flüge von den Uhrzeiten her, welche Kosten sind dafür angefallen, welches Apartment hatten wir, wie viel hat das gekostet. Und dann habe ich hier noch geschrieben, qu'est-ce qu'on va faire und qu'est-ce qu'on va manger, also was werden wir vor Ort machen und was werden wir essen. Und habe da so die Restaurant-Empfehlungen, die ich von Freunden bekommen habe, die ich von euch bekommen habe, hingeschrieben. Und was wollen wir vor Ort machen. Das war so die Vorbereitung in Paris. Ein Teil haben wir dann auch im Vorwege gebucht, wie beispielsweise die Tickets für den Eiffelturm. Katakomben hatten wir leider vergessen. Und dann haben wir das auch so ein bisschen so abgehakt. Das war keine To-Do-List, aber das war mehr so, okay, ach, was können wir heute machen? Und nach das war wieder toll, das ist halt irgendwie so Papier, weil ich habe die einzelne Seite dann mit nach Paris genommen, hatte sie immer so, selbst in meiner Kelly-to-go mit dabei, diesen schmalen Zettel. Und wir hätten es auch im Handy aufschreiben können, aber es war halt auch da wieder schön, was in der Hand zu haben. Und auf der Rückseite haben wir jetzt alle Ausgaben nochmal aufgeschrieben. Und die Seite werde ich auch aufheben, die kommt jetzt zurück wieder in die Agenda. Denn wenn ich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nochmal nach Paris möchte mit Kevin, dann können wir hier nochmal gucken, was haben wir denn nicht geschafft. Und ich glaube, eine Notiz würde ich in den Apps einfach löschen, weil ich gerne Ordnung habe und froh bin, wenn ich solche Sachen auch mal löschen kann. Das war jetzt auf jeden Fall ein sehr umfassender Beitrag zu, welche Einlagen benutzt du und welche, die im Grunde auch so wertig sind wie die von Louis Vuitton. Ich habe die von Louis Vuitton hier in der Hand gehabt, deshalb kann ich nicht sagen, ob sie so wertig sind wie die von Louis Vuitton. Ich kann nur sagen, dass die sehr wertig sind und toll vom Design und ich sie letztes Jahr schon sehr gerne benutzt habe. Wie gesagt, es waren mehr so die Einlagen, die ich mir für mich ausgesucht habe, die für mich für den Alltag nicht gepasst haben. Und bin so happy mit den Einlagen, mit diesem Bündel, was ich jetzt hatte. Und ich finde, es ist ein super Preis für ein ganzes Jahr. Was habt ihr noch gefragt? Also, welche Einlagen, warum GM, was hatten wir? Stirnliringe in der Mitte beim Schreiben hatten wir auch. Also so leicht, das hat aber nichts mit Louis Vuitton zu tun. Das ist immer leicht der Fall, finde ich, aber halt auch einfacher dann bei einer großen Agenda als bei einer kleinen. Erzählt einfach alles dazu, okay, ich versuche mein Bestes. Wie pflegst du sie, sprich Reinigung? Da muss ich sagen, da mache ich nichts. Sollte man die reinigen? Also, ich habe sie ja auch nicht in der Tasche dabei. Vielleicht wäre es noch was anderes, wenn man sie immer in die Handtasche packen würde. Dann kommt natürlich so der Staub dazu, aber selbst dann wüsste ich jetzt nicht, wie man sie reinigen würde. Falls ihr damit Erfahrungen habt, dann immer raus damit. Aber ich einige sie nicht. Vielleicht werde ich irgendwann mal mit so einem Mikrofasertuch drüber wischen. Also falls jetzt hier irgendwie ein Klecks draufkommen würde, dann würde ich irgendwie ein Haushaltstuch oder ein Mikrofasertuch gleich anfeuchten und hier einmal rübergehen. Das ist ja beschichtetes Canvas, von daher sollte es jetzt nicht klitschnass sein, aber
feucht rüberwischen kann man da auf jeden Fall. Wie hast du alles in deiner Agenda angeordnet? Ja, das blende ich euch hier am besten ein. Also vom Aufbau her, oh, ein Punkt vielleicht noch. Ich habe letztes Jahr auch mir ganz viele von, oder was heißt ganz viele, so zwei Sachen hatte ich mir, glaube ich. Ich hatte mir hier so kleine Kärtchen gekauft und so Sticky Notes und ich habe sie wirklich nie benutzt. Ich glaube, ich habe einmal eine Sticky Note benutzt. Die hier war auch noch so ein Sample, die war irgendwo umsonst mit dabei gewesen. Ich finde das total süß, total schön. Aber auch das ist wieder so diese Spielerei, die bin nicht ich. Ich finde das so schön, bei anderen zu sehen, wenn die das benutzen. Total toll, deshalb wollte ich es unbedingt auch haben. Aber ich benutze es einfach nicht, weil ich mir denke, oh, es ist viel zu schade. Nee, das kann ich auch hier hinschreiben. Also es ist mehr so dieses, das ist dann so für besonders und deshalb benutze ich es nicht. Ich habe sie jetzt, aber ich habe diese Notes, die sind auch von Lanvin gewesen, habe ich nie benutzt. Und diese kleinen Flaggen oder kleinen Sticky Notes oder ich habe noch hier so Punkte, wie man sehen kann, so drei verschiedene, richtig, richtig süß. Die sind auch so schön beige, waren auch von Lanvin, glaube ich. Nee, von Jappy Designs. Richtig süß, habe ich auch nie benutzt. Muss ich gleich mal wieder zurückpacken. Die sind mir einfach so ein bisschen zu schade, beziehungsweise ich brauche es halt auch einfach. Ich schreibe das dahin, was ich brauche. Ich highlighte im Grunde nicht. Übrigens, als Stift habe ich hier einen, das war vor, oh mein Gott, 10 Jahren oder so, mal so ein Geschenk von Hugo Boss gewesen. Ist richtig schön, der schwarze Stift. Kann aber auch empfehlen, wenn ihr einen Stift habt, so wie ich, der hier sehr eng anliegend ist. Ich lasse den tatsächlich nur so reinfallen, das heißt aber auch, dass er ganz schnell rausfällt. Das ist jetzt nicht so praktisch, aber ich mag ihn immer nicht hier so rüberziehen, weil das ansonsten diese Naht, denke ich, dauerhaft beschädigen würde. Weil wenn ich immer wieder über so einen dünnen Faden rüberreibe mit so einer Metallklammer, dann kann das nur kaputt gehen. Deshalb, vielleicht brauche ich irgendwann auch nochmal einen anderen Stift. Aber auch hier habe ich mich zum Beispiel für einen schwarzen Stift entschieden, weil ich hier keinen blauen Kugelschreiber reinhaben wollte. Ich schreibe nur mit diesem Stift hier rein. Ich habe aus Versehen mal meinen Montblanc gehabt, als ich reingeschrieben habe, weil ich mit dem gerade mein Dankbarkeitstagebuch, was ich separat in so einem Heft führe, angeschrieben habe. Und da benutze ich meinen Montblanc Stift. Der ist super schön. Ich brauche für den unbedingt einfach meine schwarze Mine, aber da habe ich mich schon geärgert, dass hier auf einmal was Blaues in meine Agenda gekommen ist. Von daher, ich brauche es irgendwie eher schlichter und mit diesen ganzen Klebedingern habe ich für mich wahrscheinlich erstens keine Routine, wo ich sie verwenden würde. Und dann wäre es auch immer so, oh, benutze ich den jetzt wirklich? Er ist ja viel zu schade. Und wenn sie alle sind, dann müsste ich sie ja neu kaufen. Von daher werden sie einfach gar nicht erst benutzt. Aber warum habe ich sie dann gekauft? Auch das vielleicht nochmal zum Überdenken. Probiert das mal aus. Also wenn ihr auch Lust habt, solche Sticky Notes gibt es auch bei Pen & Pages zu kaufen, dann würde ich von meiner persönlichen Erfahrung empfehlen, fangt erstmal mit einem irgendwie an und guckt, ob ihr die wirklich benutzt. Und wenn ihr wisst, ihr benutzt sie ganz viel, dann kauft euch Massen. Aber ja, das ist so meine Erfahrung. Mal vom Aufbau her. Wir haben hier ja diese kleinen Einsteckseiten, da habe ich so kleine Kärtchen einfach drin. Hier ist noch eine Hochzeitseinladung. Dann habe ich mir hier so eine Klarsichtfolie gekauft, wo man halt, das hier ist so, das ist die Weihnachtskarte, die mir meine beste Freundin gebastelt hat. Die ist immer so toll und so kreativ. Und hier oben habe ich halt dann noch so, ja, diese Sachen reingeschickt, wie diese Notizübersicht und hier die kleinen Fähnchen, das habe ich hier so als Start. Dahinter, weil man halt durchsehen kann, habe ich ein schönes Bild. Das hier ist auch von diesem Shop, wie gesagt, den es nicht mehr gibt. Auch da hat Pen & Pages aber auch richtig, richtig schöne, mit denen ich auch noch liebäugle, um sie im Zweifel auch so zwischendurch zu haben. Und dann, das blende ich euch jetzt hier ein, geht das direkt los mit meiner klassischen Agenda. Heißt, es startet mit der Seite mit meiner Sportübersicht aus dem Januar, weil das immer diese Monatsübersicht ist quasi immer vorgeschaltet vor die Woche, die dann kommt. Dann habe ich meine Woche mit meinen To-Dos und nicht zu vergessen, das ist dann natürlich bis Ende des Jahres alles der Fall. Dann schließt das. Und dann habe ich mir auf Etsy bestellt, würde ich nicht unbedingt wieder empfehlen, war sehr, sehr teuer, hat sehr, sehr lange gedauert. Ich glaube, ich habe 2 Monate darauf gewartet. Das kam aus, ich glaube, den USA tatsächlich sogar, weil sowas hier
einfach keiner herstellt. Ich wollte nämlich so eine Trenner haben, wo ich die ich auch individuell beschriften konnte in Weiß. Wir haben hier einmal Business, einmal habe ich ein Herz und einmal habe ich To-Do. Wobei auch im Nachhinein, ich schreibe hinten keine To-Do-Listen. Da ist jetzt halt einfach mein Blankopapier. Das heißt, ich hätte mir eine andere Überschrift nochmal überlegen können. Aber in dem Moment, wo man diese Order aufgeben möchte, muss man sich ja irgendwie was überlegen. Deshalb passt die dritte Überschrift nicht so richtig zusammen, weil meine To-Do-Listen immer auf dieser Wochenübersicht sind. Aber ich wollte gerne drei Unterteilung haben, weil ich halt hinten dieses schlichte Notizpapier noch habe. Business ist quasi alles rund um YouTube und Selbstständigkeit und hinter dem Herzchen verbirgen sich meine Wunschliste, Urlaubsblätter, wie sowas hier mit Paris oder auch so eine Übersicht so Zwischenmahlzeiten. Da habe ich mir mal so aufgeschrieben, was ich so an Zwischenmahlzeiten-Ideen habe, wo ich dann nachgucken kann, wusste ich gar nicht mehr, dass das hier ist, aber gut, dass ich es jetzt wiedergefunden habe. Dafür habe ich die Beine quasi genommen und dann kommt halt hinter Business alles zum Thema Selbstständigkeit, YouTube. Hinter dem Herz, wie gesagt, das, was ich schon gesagt hatte und hinter dem To-Do ist dann einfach hier das schlichte Papier. Und das war es dann auch. Wirklich, also von daher, man kann zusammenfassend sagen, weniger ist mehr, zumindest für mich. Ein Ding, das habt ihr gerade gesehen mit dieser Agenda, und das kenne ich sonst von anderen Agendas nicht, ich weiß nicht, ob das so ein Louis Vuitton-Ding ist, aber wenn ihr die Agenda aufklappt, dann zieht sich das hier ja so auseinander. Und wenn ich sie jetzt zumachen will, dann schiebt sich hier der untere Bereich, seht ihr das? Das Papier schiebt sich nicht mit. Und jetzt kann ich sie zwar zumachen, aber es geht dann zulasten von dem Papier. Deshalb habe ich mir jetzt mal angewöhnt, dass ich sie so schließe. Das ist ein leicht nerviger Aspekt, aber den nehme ich gerne in Kauf. Zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, dass ich super zufrieden mit der Agenda bin. Für mich war es ein Kauf, der sich zumindest bis zum aktuellen Zeitpunkt sehr, sehr gelohnt hat. Ich habe ihn nicht in mein Best and Worst Designer Purchases Video von 2022 reingepackt, weil er halt einfach mit einem Monat viel zu jung war an der Stelle. Ich hatte ihn auch Weihnachten ja auch quasi für euch erst ausgepackt. Ich hatte ihn vorher aber schon in der Nutzung. Ich denke aber, wir werden ihn in einem Best and Worst Purchases 2023 Video sehen, denn dann werde ich ihn deutlich länger ausgetestet haben werden. Deshalb ist es heute auch keine Review, weil ich nicht weiß, wie sich die Louis Vuitton Agenda bis dahin hält. Bisher, die drei Monate hält sie sich, sieht aus wie neu. Ich kann mir vorstellen, wenn man die Agenda in der Handtasche und in der Mitte dabei hat, dass der goldene Verschlussknopf, dass der Kratzer bekommt oder sich auch abschlägt. Die werden ja teilweise auch so matt, dass sich das so golden so ablöst. Das wäre mir persönlich jetzt mehr oder weniger egal an der Stelle, aber ich nehme sie halt auch momentan unterwegs nicht mit. Von daher stellt sich die Frage an der Stelle nicht. Ich hoffe, ich habe alle eure Fragen ausreichend beantworten können. Falls noch welche offen geblieben sind, dann schreibt sie mir sehr gerne in die Kommentare. Aber ich hoffe, das war ein erster guter Aufschlag für euch und ihr seht sie auch immer mal wieder so in den Videos. Von daher schreibt mir einfach, wenn ihr noch was wissen wollt. Wenn ihr euch noch Einlagen kaufen wollt, dann verlinke ich euch unten Pen & Pages, wie gesagt. Der Rabattcode ist noch bis Ende des Monats gültig. Eigentlich sollte dieses Video schon vor 2 Wochen online gehen. Das tut mir total leid, aber ich bin dann krank geworden. Dann waren wir in Paris und dadurch konnte ich das Video nicht wie geplant filmen. Deshalb ist das jetzt nur noch so kurz, wie der Rabattcode gültig ist. Aber es lohnt sich auch ohne Rabattcode da einzukaufen. Ich habe meine Sachen auch ohne Rabattcode beide mal bestellt. Ich wusste gar nicht, dass es irgendwo Rabattcodes dafür geben könnte. Und für ein preislich ist das auf jeden Fall ein super Deal. Viel, viel Spaß mit euren Agendas, falls ihr auch eine habt. Und ich werde mich jetzt direkt in Hogwarts Legacy machen, dann den ganzen Sonntag hier auf dieser Couch sitzen und dieses Spielzeug. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Wir sehen uns. Bis dann.